Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück bei Don't Starve Together. Mit dabei ist mein Zwillingsbruder, der Yogi. Hallo, Krian. Hallo. Krian, warum hast du... Achso, ich habe keinen Bart, weil ich tot war. Ja. Ne? Keine weiteren Fragen? So, ich habe mal die Earmuffs gemacht, die ersten. Rockpots können wir noch nicht machen. Ich habe das Gold jetzt mal in die Truhe gemacht. Wir haben über 2 Stacks Gold. Ja, cool. Ich tue auch mal meine Gears und meine Fizzled Fuzzles da auch rein. Ich gehe jetzt mal einen Baum anfackeln. Für die letzte Charcoal, ja. Ja. Machen wir doch mal eine Fackel. Equipen wir die doch mal. Legen wir mal Feuer. Kann ich irgendwas Sinnvolles hier craften, dass ich ein bisschen Sanity bekomme? Wir haben noch nicht die Station, die wir brauchen, um Dings zu haben. Dann goldenes Werkzeug geht natürlich, klar. Ja, aber so, das braucht man für den Anfang, gell? Ja, dann mache ich mir mal goldenes Werkzeug. Willst du auch goldenes Werkzeug haben? Ja, ich würde auch goldenes Werkzeug nehmen. Willst du eine Beefalo-Bell haben? Ja, dann fange ich uns an Beefalo, dann bauen wir uns ein Gehege und dann wird alles wunderschön. Und sag mir bei der Gelegenheit vielleicht auch mal, wo zur Hölle das scheiß Kiefernetz ist. Da, ich hab's gefunden. Use natürlich unter Survival. Engine jetzt. So, ich mache mir meine Prototype davon. Willst du dir eigentlich selbst die Prototypen-Werkzeuge in der Luxusausstattung machen? Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Ja, dann hast du es auch gelernt. Genau. Eben. Also machst du dir selbst. Hier kriegst du von mir das Gold. Ja, so lieb von dir. So bin oder ich. Oder mach ich mir erstmal eine Beef-Lobel? Die habe ich dir schon gegeben. Jetzt haben wir 2. Chop down trees with style. Ja, das gefällt mir doch. Und eine. Na, ja. Ich glaube, wir brauchen noch eine Kiste hier. Ja, dann kümmere ich mich mal um Holz, ne? Ich mache einfach jetzt mal eine Steinmauer um unser kleines Gehege hier rum. Du kannst mir auch ein Gehege für ein Beefalo bauen, dann hole ich tatsächlich ein Beefalo. So ein bisschen Steinholz dann, oder? Wie ist denn deine Sanity gerade? 136 ist okay. Dann könntest du doch einen Crockpot machen, ich habe nämlich voll. Okay. Unter Food, wa? Ich glaube schon, aber du, ich glaube nicht mehr, dass ich weiß, was hier irgendwo ja, sein könnte. Mir fehlen Twigs. Ah ja. Noch 3 Twigs, noch 2 Twigs, noch 1 Twig. Und 0 Twig. Ach, hier unten ist ja sogar noch ein Touchstone. Das heißt aber nicht, dass du ihn gleich nutzen musst. Ja, hier ist ein Touchstone. Ich greife mal die Bienen an. Ja, die Bienen sind, glaube ich, nicht mal so schlimm, oder? Naja, es sind halt viele. So, jetzt haben wir auch einen Crockpot. Wo willst du denn die Beefalo-Geschichte dann haben? Rechts oder links von uns, würde ich sagen. Also halt irgendwo mit Platz, ne? Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, in welcher Graswüste die Beefalos waren. Waren die nicht direkt südöstlich von uns? Ich meine auch, aber ne? Chester? Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Holz. Ich will so ein bisschen Holz-Stein-Mischung machen. Das habe ich auch gerne bei 7 Days gemacht. Ja, ist generell ja auch was Feines. Also da kann man nix. Das wäre übrigens auch was man theoretisch angehen könnte, weil die Alpha 20 gedroppt ist. Was gibt's Neues? Weiß ich nicht, ich habe es nicht durchgelesen. Oh ja. Aber es ist jetzt die Alpha 20 getroppt. Oh ja. Aber das letzte Mal, als wir es angefangen haben, hattest du nach ein paar Wochen keine Lust mehr. Das ist korrekt. Aber wegen mir, ne? Ich habe einen Zug gehört, weil es dunkel wird. So, jetzt haben wir uns hier mal noch die paar Lümpchens raus. Ich habe eben tatsächlich gesehen, es gibt auch einen Kriegssattel. Ich glaube, mit dem kann man auf den Beefalos dann auch reiten. Und Krieg hört so an, als könnte man mit dem Beefalo kämpfen. Ob das so ist, keine Ahnung, aber ne?
Die Hoffnung ist da, sagst du. Ja. Ich habe feine Sachen bekommen. Glaubst du, so ein gegrillter Schmetterling bringt mehr als ein nicht gegrillter Schmetterling? Ich wusste nicht mal, dass du einen Schmetterling überhaupt grillen möchtest. Ja, ich habe den gerade in so einem Tumbleweed gefunden. So, dann werde ich hier die Bäume wegmachen. Dann mache ich direkt westlich von uns deinen Beefalo. Tatsächlich, der Tumbstone, den ich genutzt habe, keine Ahnung, gefühlt 100 Meter im Westen davon ist der andere. Sprich, ich bin sogar noch über den drüber geflogen. Okay, hier ist auch ein Loch, eine Seezunge, nein, ein Landbusen. Also mit der Pickaxe, die wir jetzt haben, muss ich auf jeden Fall dann losgehen und im Süden das gesamte Gold abbauen. Die scheinen echt gut zu sein, die Werkzeuge. Die Goldwerkzeuge? Ja. Ja, dann. Ich liebe Gold. Ein Seil. Das tun wir in den Chester rein. Schon krass, wenn du dir überlegst, du hast so ein Tier und das stopfst du einfach voll mit Dingen die ganze Zeit. Weil der den Hals nicht voll kriegt. Oh, ich sollte vielleicht mal was essen. Mach das mal. Ich meine, das Spiel heißt Don't Starve, ne? Und wir sind noch nie am Hunger gestorben, glaube ich. Aber trotzdem. Ich mache mal so verschiedene Sachen jetzt hier in das Ding rein. In den Crockpot? Ja. Oh, wir haben auch tatsächlich noch keinen Sumpf gefunden. Ah, hier ist unser Spawn. Ich nutze mal so einen Pilz, gell? Ja. Ich glaube verkocht, also deswegen habe ich den auch mitgenommen, weil ich meine, verkocht ist der halt entspannt. Also ich habe jetzt eine Roasted Birchnut, ein Monster Meat, einmal Berries und einmal den Pilz reingeschmissen. Meatballs. Ich bekomme raus. Wahrscheinlich wegen dem Fleisch, gell? Nee, unabhängig davon, Meatballs. Es ist Meatballs. Gefühlt, wenn nichts dominiert, kommen Meatballs raus. Aber dann mache ich gleich nochmal welche. Ach, hier stehen meine Hasenfallen immer noch. Ist vergammeln sowieso, also verkoche ich sie noch schnell. Jo. Moment, wer macht hier Fressgeräusche? So, dann mache ich einmal die Meatballs hier in den Kühlschrank mit dem Monster Meat zusammen und den Roasted Birch Nuts. Du wirst mich hier nicht stören. Machen wir noch ein paar Steinwände. Wie groß soll eigentlich das Gebiet für deinen Beefalo sein? Für mein Beefalo? Keine Ahnung. Soll schon Platz haben. Aber ich finde eh keine Beefalos. Wo waren die denn noch? Bin ich taktisch um sie rumgelaufen und sie waren hier unten doch? Die waren nicht weit von unserem Spawn entfernt. Ja, so hatte ich das auch im Kopf. Aber entweder bin ich hart an denen vorbeigelaufen, obwohl sie hier waren, oder ne? Beefalos, kleine Beefalos. Wo seid ihr nur? Ich mag euch pur. Ach, man muss die weiterverarbeiten, ich Idiot. Was denn, die Birchnuts? Nee, die, die Steine. Dann war das vielleicht direkt hier oben in dem. Und ich bin viel zu weit gerannt. Das kann natürlich auch sein. Nehmen wir doch mal diesen Weg hier. Hier sind mal wieder Bienen. Haben wir lange nicht mehr gesehen. 3, 4, 5.
Dann das hier. Wir brauchen einen Platz auf jeden Fall für die Tür. 1, 2, 3, 4, 5 und hier. Das sieht ein bisschen klein aus. 1, 2, 3, 4. Ich möchte nicht, dass es Beschwerden vom Tierschutz gibt, ja? Verdammt, habe ich die jetzt in der falschen Reihe gesägt oder nicht? Wir werden es sehen. You will see what happens to you. 1, 2, 3, 4, 5 hier hinbauen. The fuck? Das ist nicht mal der... So, dann brauchen wir auf jeden Fall Holz. Hallo Jux. Wood Fence. Ich brauche Tricks dafür. Und das kriegen wir mit dem nicht auch noch hin? Ja, das ist jetzt dein Problem. Ich habe jetzt eine Gingerbread Chest gebaut. Okay. Also scheinbar kann ich nur mit einem bonden. Ich wollte eigentlich dumm und dümmer machen. Das muss ich jetzt überprüfen. Der ist noch ganz. Aber auf dem habe ich mich doch wiederbelebt. Oder etwa nicht. Und der hier drüben, der war doch auch noch ganz. Ja, wir haben 2 Touchstones noch. Cool. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo ich mich wiederbelebt habe. Das macht mir ein bisschen Angst. Killerbienen, Grüße gehen raus. Ich brauche viele Twigs für den Zaun deines Beefalos. Twigs und Seile. Ich habe hier ein Beefalo. Hallo. Und du hast Killerbienen. Oh, oh. What the fuck? Seit wann kommen die so weit mit? Kann ich nicht attackieren. Ich auch nicht. Dein Ding stirbt, gell? Ja, ich weiß. Ah, jetzt kann ich eins angreifen. Okay, ich musste erst mit der Maus zuschlagen, damit ich mit dem anderen zuschlagen kann. Interessant. Naja. Hast du... Spoiled Berries, ja. Nee, Twigs oder... Und, hier, Gras. Ja, ich hab da was im Angebot für dich. Ich hab Scheiße. Hier. Und wenn du kurz stehen bleibst... Hier ist meine Kacke verschmieren. Ich verschmier mal ein bisschen Kacke. Danke und danke. Oh, eine Lebkuchen-Chest. Ja, dann mache ich mich hier jetzt das Gebiet für deinen... Jürgen? Für meinen Jürgen? Ja, ist dumm. Ich wollte eigentlich dumm und dümmer machen, aber ne. Das war nicht so erfolgreich. Passiert. Guck mal, brauchen wir eine Roasted Birch Nut oder eine normale Birch Nut für den? Roasted. Sind im Kühlschrank. Naja, stimmt, wir haben ja einen Kühlschrank. Ich finde es ja irgendwie süß, wie Jürgen, nicht Jürgen, ab und zu angerannt kommt einfach. So. 12. 18. Ich glaube 24 müssten reichen. Jetzt brauche ich noch... Gut gemacht. Wood Gauge. 1. Dann reicht erstmal nur 1 wahrscheinlich, oder? Ja. Ist das jetzt hier richtig angeschlossen? Ich glaube schon. Was gibt's bei? Beefarella, Wellington, Beefer, Harry, Beefany, Beats, Bets Beef. Das ist nicht richtig angeschlossen, Red oder? Beef, Harry, Beefer. Doch, das muss richtig angeschlossen sein. Beats das sieht nur blöd aus. Befsi. Das ist jetzt Befsi. Es ist um eine Zeile verrutscht. Willst du mich verarschen? Ja, das ist so ein bisschen windschief, würde ich jetzt sagen. Oh, ach man, jetzt muss ich rausfinden, was von dem
falsch gebaut wurde. Damit ich das andere wieder abreißen kann. So, jetzt habe ich keine Beeren mehr. Das heißt, ich kann auch keinen Quellmix mehr neu machen. Aber das ist in Ordnung. Wir haben ja jetzt schon gesnackt. So, wir machen aber jetzt mal ein Feuerchen an, weil gleich wird es dunkel. Oh, es hat gekackt. Ich brauche mal einen Hammer. So, den Knoten, den können wir nicht da reinpacken, da ist voll. Packt man halt da rein. Oh, Steine. Düdü. Guck mal, die nehmen wir da auch mal. Das nehmen wir da vor allem auch raus. Und dann... jetzt kann ich mal einen speziellen Hammer machen. Oho. Siehst du ihn? Nee. Noch nicht, warte. Ich sehe tatsächlich, dass du etwas in der Hand hältst, aber da ist einfach nichts drin bei mir. Das ist mein Hammer. Ah ja. Das ist mein Phantomic Hammer. Er ist einfach unsichtbar. Ja, cool. Den habe ich aus der Kiste bekommen. Also habe ich ihn sozusagen doch gesehen. Richtig. Cool, cool, cool. Ich habe uns jetzt mal 8 Glühwürmchen gefangen. Cool. Korrektiere, 9. Kann ich jetzt hier Licht? Laterne? Ich kann Pumpkin-Laternen machen. Ein Miner's Head? Also tatsächlich das Einzige, was wir machen können, ist eine Pumpkin-Lanterne damit oder halt ein Miner's Head. Ich glaube, der Miner's Head war aber auch das Ziel. Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Dafür brauchen wir Gras. Ich gehe Gras sammeln. Okay, also der scheint zu passen hier. Ich gebe dir mal Jürgen gerade. Reicht auch eine Tür, oder? Ja, du, ne? Also ich hoffe, Jürgen folgt jetzt dir. Ah, oh, mein Hammer. Nein, da nicht gegenhauen. So. Wieder alles in die richtige Richtung drehen. Die Glühwürmchen lassen wir mal hier. Oder hier. Oder hier. Danke für die Scheiße, Jürgen. Jürgen ist der beste, bester Scheißmann. Meister Scheißmann. Okay, wir brauchen echt viel Gras. Mit Jürgen, kannst du mal hier rüberkommen? Wie kann man ihn dazu auffordern, zu kommen? Ich wüsste nicht, wie, tatsächlich. Kann ich einen Schmetterling fangen? Aha, kann ich. Kann ich Bienen fangen? Ja, komm her, Jürgen. Komm mal hier rein jetzt. Das soll dein Zuhause werden, was ich hier gerade baue. Haben wir nicht irgendwas gehabt, für was wir Schmetterlingsflügel brauchten? Kann sein. Also ich weiß auch nicht mehr was, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass wir mal gesagt haben, das wäre eigentlich ganz geil, die zu haben. Also mit dem Birdcatcher-Ding da kann man auf jeden Fall auch die Schmetterlinge catchen. Nice. Eins, zwei davon. Jetzt ja. Habe ich die Steine da reingetan oder nicht? Doch, da. Brauchen wir jetzt? Oh, ich hoffe, die attackieren uns nicht, wenn sie geil werden, obwohl sie hinterm Zaun sind. Das wäre sonst ein bisschen kontraproduktiv. Jürgen, kommst du mal hierher, bitte? Komm mal hier in die Ecke. Ja, komm hierher. Ja, du bist ein Feiner. Jetzt bist du gefangen. Du bist ein Idiot. Er heißt, glaube ich, auch nicht mehr Jürgen. Ich glaube, ich habe ihm einen random Beef-Namen gegeben. Tada! Jürgen ist gefangen. Nice. Ich bringe gleich noch Harald mit. Ich hoffe, der kann durch ein einfaches... Nein, nicht damit hauen. Ich hoffe, der kann durch ein einfaches Ding gehen.
Ja, Harald ist eher einfacher. Haben wir eigentlich schon irgendwas Richtung Kälte gemacht? Ich habe einmal Irmas gemacht. Okay. Das war schon mal eine gute Sache. So. Ich glaube, der ignoriert die Begrenzungen, die ich ihm gebaut habe. Ach, läuft, weißt du warum? Ja. Ich glaube, da gab es auch diese so eine fertige Structure für Beefalos. Echt jetzt? Ah ne, er backt einfach nur in der Ecke rum. Okay. Ich meine, da gab es was, wo ich gesagt habe... Also es gibt eins für Schweinemenschen, es gibt eins... Also ich weiß, es gibt noch so einen Leckstein, den können wir machen. Beefalo Grooming Station. Die können wir auf jeden Fall machen, dann kriegen wir nämlich Beefalo Wool. Also, gehe ich mal von aus. Wir brauchen das auch, Beefalo Wool. Okay, eine haben wir. Ja, wir brauchen zwei. Ah, scheiße. Aber gut, ob wir noch irgendwo eine zweite finden, vielleicht nicht nächste Folge, aber die Folge ist vorbei. Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, hau rein und bye, bye. Auf Wiedersehen.